Jojo, da sind wir wieder in Dunwich Boras. Und ja, ich bin der Aristos von der Hasenmafia und hab's hier auf Raider-Ödländer abgesehen. Leider wirkt die Schrotflinte aus der, zumindest aus der Entfernung, nicht besonders effektiv. Ja, ich habe jetzt einen kleinen Trick benutzt, damit ich nicht nochmal zurück muss. Denn beim Schnellreisen, ja, da kommt es doch öfter mal vor, dass man die eine. Ich hau mal einen Quid raus. Puh, hat nicht gewirkt. Dafür bin ich gut angeschlagen. Nee, beim Reisen kann es ja öfter mal vorkommen, dass die eine oder andere Mission ausgelöst wird, dass man hier und da verteidige dies und jenes und. Da will ich es mal vermeiden, habe dann halt jetzt einen kleinen Trick angewendet, den werde ich hier jetzt nicht verraten, da ich solche Sachen nicht unbedingt spoilern will. Das findet ihr in der Tipps- und Tricks-Sektion zu Fallout. Wie die Begleiter. Oh, wollen die Sachen schleppen können. Da habe ich jetzt einen vollen Treffer kassiert. Trotzdem kein Grund, hier schwere Geschütze aufzufahren. Nur doof, dass unser Kopf jetzt beschädigt ist, weil es die Präzision doch beeinflusst. Boah. Das hat reingehauen, jetzt muss er aber sitzen. Trotzdem noch kein Grund, die schweren Geschütze aufzufahren. Noch ist das gut, noch kann man das essen. Jo. Ja, vielleicht haben wir einen Molly für ihn. Oder eine Granate. Gott sei Dank, du darfst gerne vorlaufen. Ich lasse nie eine Aufgabe unvollendet. Oh. Ja, die Granate hat gesessen. Und wir haben ihn rechtzeitig erledigt gekriegt. Oh, aber da sind noch mehr Kollegen. Ah, mehr Granaten haben wir hier nicht. Haben wir noch ein paar Mollys. Also, Engpässe sind nie schön. Und mit, oh je, mit Schädel. Und der mysteriöse Fremde. Der one-hittet die mal wieder. Allerdings ist die Gefahr längst noch nicht gebannt. Da ist noch einer. Ah, das ist der mit dem Schädel. Oh, jetzt hat es mich aber mächtig erwischt. Kann ich mich hier noch durchmogeln? Ja. Aber gerade so entkommen. Oh Gott, hier bist du gerade ungünstig. Ah, das hat voll gesessen. Aber jetzt wird's kritisch. Ja, wenn ich Glück habe, tankt der Herr Cotsworth das jetzt noch schnell alles weg. Ansonsten. Ah. Ja, ein Treffer und ich bin natürlich weg. Ich weiß auf jeden Fall, ab jetzt werde ich Sachen skillen, die mich im Kampf effektiver machen. Und mein übliches Gewichtsproblem etwas nach hinten verschieben. Ja, hätte ich eine Frau spielen sollen, die haben immer Probleme mit dem Gewicht, ne? Glauben sie zumindest. Ah! Persönlich soll mir doch jeder. Ich sage Spaß am Leben haben.
30% Trefferchance ist. Na ja, komm, nicht auf mich, ne? Puh, rechtzeitig erledigt. Gut, dass das Ding eine gute Schussfrequenz hat. Und hier noch mehr? Nein. Aber da muss man einfach zugreifen. Na gut. Haben wir uns also vorgewagt. Dann kommen wir endlich zum Plündern. Und wir haben hier wieder ein Terminal. Aber ich fürchte, das könnte so langweilig sein wie Station 1. Ja, Mitteilung, Sicherheitshinweise, nächste Veranstaltung. Ja, also storyrelevanter Kram ist jetzt hier nicht so wichtig. Was heißt Story? Das sind halt so kleine Nebengeschichten, die Fallout immer erzählt. Ich denke, ich habe mich damit in letzter Zeit genug auseinandergesetzt, dass ich das erstmal lassen kann. Cool. Wir haben uns auf jeden Fall wieder regeneriert. Müssen wir mal schauen, was wir hier noch zu futtern haben. Ja, danach soll es uns auf jeden Fall wieder gut gehen. Und schauen wir mal, ob wir hier noch ein paar Waffen zerlegen können. Eventuell können wir ja das Kampfgewehr noch ein bisschen verbessern. Erhöhter Schaden durch kritische Treffer. Oder generell erhöhter Schaden. Bisher haben die Crits sowieso noch nicht so viel gebracht. Und verbesserte Präzision durchs Visier. Ah, kostet uns jetzt nichts groß. Sir, haben Sie einen Augenblick? Was ist los? Klar, was hast du auf dem Herzen? Oh, nur etwas, das ich mir von der sprichwörtlichen Seele reden möchte. Ich wollte Ihnen nur sagen, welche Ehre es für mich ist, Sie zu begleiten. Sie glauben ja nicht, wie schrecklich die letzten 200 Jahre waren. Diese Zerstörung. Und nicht zu wissen, ob es Ihnen und der Familie gut geht. Was für eine Erleichterung, den Eingang unbeschädigt vorzufinden. Ich schleim mal. Vortec hatte nicht zugelassen, dass wir dich mitnehmen. Kein Problem, Sir, da Ihre Prioritäten auch meine waren. Die Sicherheit der Familie geht vor. Und obwohl es anfangs schwierig war, habe ich es irgendwann geschafft. Zuerst mit Arbeit, mit Beschäftigung, Tag und Nacht und glauben Sie mir, davon gab es reichlich. Schließlich wurde die Arbeit einfach. Was mich gerettet hat, waren meine Erinnerungen an Sie, Ihre Frau und den kleinen Sean, an Ihre Liebe und Güte. Ich habe gekämpft. Angetrieben von der Hoffnung, dass Sie und Ihre Frau, dass Sean oder vielleicht seine Kinder eines Tages herauskommen würden. Schleim, Schleim, Schleim. Ich bin froh, dass du durchgehalten hast. Sir, Sie wissen gar nicht, wie schön es ist, Sie das sagen zu hören. Sie sollten wissen, wie sehr ich Sie als Familie sehe. Für manche bin ich nur ein Roboter. Ich hoffe aber für Sie mehr zu sein. Natürlich, Cotsworth. Keine Sorge.
Mir geht es genauso. Sir, Sie wissen ja nicht, wie wunderbar es ist, Sie das sagen zu hören. Ich fühle mich wie neu geboren. Naja, genug geplappert. Machen wir weiter, ja? Ja, denn Hauptsache, die Begleiter fühlen sich wohl. Dann rieche ich ihn auch gerne nach dem Mund. Auch wenn das jetzt ein Spannungskiller war, wie ich finde. Also der Moment hätte nicht unpassender sein können. Jetzt hat er mich doch zuerst gesehen. Komm mal, ein Crit gleich raus. Das ist eigentlich auch gleich erledigt. Jupp, das war's. Aber wie es aussieht, hat er noch Gesellschaft mitgebracht. Kaum zu glauben, so ein gewaltiges Tunnelsystem nur für ein bisschen Gestein. Und wir haben wieder so ein Terminal. Ist nur das Übliche. Neues Geländer, sind schon Leute runtergefallen. Wir brauchen mehr Ausrüstung. Naja, ist alles nur Palaver. Wow! Hier. Ein Moment der Unachtsamkeit. Sogleich war der bestraft. Oh. Ah, das war ungünstig. Ich glaube, ich habe da wohl gerade auf Speichern gedrückt in dem Moment. Ah. Nein, ich bin hier totgeweiht, wie es aussieht. Testen wir jetzt also scheinbar alle Loading Screens durch. Ja gut, tun wir jetzt schnell was dagegen. Und zwar brauchen wir etwas, was unsere Stärke erhöht. Nehmen wir mal einen Dragging Ödländer. Wow. Gegen den Raider Ödländer. Ja, steht trotzdem ein bisschen im Wege. Jawohl, erlegt. Gut, da war eh nur jetzt Quatsch im Terminal. Sollten wir die Situation gleich nutzen. Wie es aussieht, haben wir hier einen Boss. Geliefert. Ich bin mir ja schon sicher, dass es hier ein ziemlich heftiger Kampf wird. Also benutzen wir gleich mal Trick 17. Wir werfen den mit hohen Korkenminen. Wird er bestimmt rüberlaufen. Oder hoffentlich. Ja, wir schießen hier offensichtlich mit Platzpatronen. Und können uns gar nicht hier retten vor der Not an Hilfsmitteln. Ah, jetzt ist aber die Kronkorkenmine gerannt. Ah, mein Arm ist beschädigt. Kein Wunder, dass die Trefferchance so niedrig jetzt ist. Wagen wir uns einfach mal dichter ran. Ich bin mir sicher, das ist very, very riskant. Das war da vom Terminal. Ein Treffer und die Crit werden wieder rum. Ja, Pech gehabt. Ja, hat nicht
klappen wollen. Ich muss ihn erstmal die Gesundheit noch ein bisschen runterhauen. Aber vielleicht ist das jetzt auch der finale Boss für unsere Quest. Ich könnte es mir denken. Wird wohl nicht umsonst markiert sein. Kann ja mal gucken, ob wir hier waffenmäßig noch was anderes aufbieten können. So richtig schick sieht es ja nicht aus. Hier haben wir nochmal wieder eine Granate aufgefangen. Oh, die ist doof gelandet. Ah, ja gut, jetzt habe ich mich schon fast selbst ermordet. Das war's dann. Ich probiere es jetzt halt einfach nochmal. Schon ein bisschen besser. Offenbar ist da ein Festhänger. Ah, wir hätten eine gewisse Chance, das einzutreffen, aber... Noch hat sie mich gar nicht gefunden. Jetzt ist Kotzi wenigstens vorne. Ah, 10%. Vielleicht. Naja. Vielleicht könnten wir auch jetzt ganz fies sein und ans Terminal ran. Ja, das trifft tatsächlich. Aber auch natürlich ein bisschen nehmen. Ah, jetzt ist er rausgekommen. Oder sie. Besser gesagt. Ja, egal. Kotzi macht ja auch nicht unbedingt, was er soll. Oh, jetzt können wir quitten. Jawohl. Ja, es ist schon mies, dass man da wirklich wenig aushält. Und vielleicht wäre jetzt auch nicht der Perk verkehrt, dass Strahlung Gesundheit wieder regeneriert. Ich weiß aber nicht, wie viel ich da nochmal für brauchte. Schon langsam wieder aus dem Kopf raus. Ich denke mal, das gehört zur Kategorie Ausdauer. Jetzt wurde unser Arm getroffen und er kommt hoch, sie kommt hoch. Wieder ein bisschen Entdeckung hier. Oh, yeah. Und sie trifft aber auch einen nach dem anderen. Während meine Trefferchance niedrig ist. was machen wir denn da Feines? Ja, Psychojet. Immer wieder die eine oder andere Rettung. Und wir können quitten. Jawohl.
Das ging nochmal ungewöhnlich zügig im Vergleich zu den letzten Videos. Und damit sollte die Kinderkrippe und damit das schicke Gewächshaus, was es dort gibt, uns gehören. Haben wir hier Bedlams Terminal für Einsteiger. Booty, 2 Treffer. Das könnte Troops auf keinen Fall sein. Limes auch nicht. Grown, da haben wir das O richtig. Ansonsten nichts weiter. Und Borrowed, dafür, dass das BO am Anfang passend. Das sollte es sein, genau. Schauen wir mal. Verfluchte Feiglinge, Saugs braucht Eisen. Oh, gehören die also zusammen? Also hat Slack mich losgeschickt, um rauszufinden, wieso diese Penner dort verdammt nochmal keine Schrottladungen losschicken. Und was sehe ich, als ich ankomme? Diese gelben Bastarde stopfen Essen in sich rein und haben sich, dass sie sich nicht verdient haben und flüstern sich Schauermärchen über Dinge unten in der Mine zu. Tja, jetzt bin ich hier und damit haben diese Maden ein größeres Problem als ein paar wilde Ghule. Alright. Wieder eine Verzögerung. Die letzten beiden Lieferungen sind rechtzeitig rausgegangen, aber die Crew, die ich losgeschickt habe, um die Ghule unten auszuschalten, ist nicht wieder aufgetaucht. Hier oben gibt es bald nichts mehr zum Ausschlachten. Wir müssen tiefer in die Mine vordringen. Schätze, ich muss hier alles selbst erledigen. Oh, sorry. Meine Stimme scheint zu versagen. Ich bin nämlich nicht sicher. Alles klar, das könnt ihr selber lesen. Nämlich bin ich sicher. So. Okay. Gibt es hier unten also noch eine Zombie-Plage? Was hast du denn da Schickes gefunden? Das finde ich auch nicht verkehrt. Kippen sind immer gut. Ui, was haben wir denn hier Schickes? 5% weniger Schaden durch Roboter. Auch gut, da können wir mal den ganzen Quatsch hier zerlegen. Das sollte uns wieder ein bisschen Platz verschaffen. Und irgendwie versagt meine Stimme langsam. Ja, war ja auch ein langer Tag. 4 Videos vorbereitet. Es bleibt also spannend. Geht's hier... Ja, ich schätze, es geht hier nach draußen. Was sich hier hinter verbirgt, hinter dieser Tür, das werdet ihr dann im nächsten Video erfahren. Ich bin der Risse von der Hasenmafia. Link zur Play, das findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dann seid ihr hoffentlich beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin!